Aber wir werden schauen, wie ein Laptop nach einem BIOS-Update kaputt geht. Wir haben schon oft gehört, dass sowas passiert. BIOS-Update fehlgeschlagen, kein Bild nach BIOS-Update, Display bleibt schwarz nach einem BIOS-Update oder so. Aber nicht so oft haben wir das schon gesehen. Wenn interessiert, wie das abläuft, oder zumindest wie das ablaufen kann, dann schau das Video weiter. Also das Laptop ist ein Dell Vostro 3500er mit Windows 10. Worauf muss man achten, wenn man schon vorhat, ein BIOS-Update durchzuführen? Erstens, der Akku soll aufgeladen sein, gegeben. Und das Laptop muss unbedingt ans Netz angeschlossen sein. Die meisten BIOS-Update-Programme werden eigentlich nicht starten, wenn diese zwei nicht gegeben sind. Okay, so sieht man es besser vielleicht. Man braucht noch die originale Update-File von der Hersteller. Es ist hier. Starten wir mal. Jetzt alle anderen Programme sollen geschlossen werden. Läuft gar nichts mehr im Hintergrund, auch nicht. Und Start to Flash. Sieht das nicht. So, angefangen. Updating BIOS. Stage Erasing Main BIOS. Akkuzustand ist sehr niedrig und es ist ausgegangen, obwohl es ist auch ans Netz angeschlossen ist und es zieht ordentlich Strom. Und der Akku war fast voll aufgeladen. Es reagiert auch nichts. Man kann ihn nicht ausschalten. Läuft, läuft und läuft, aber reagiert nichts mehr. Nehmen wir Akku raus. Man kann warten, bis es wirklich leer wird. Versuchen zu starten und das war's. Es versucht zwar etwas zu starten, aber keine Chance mehr. Also, so haben wir dieses Gerät schön kaputt gemacht. Bis zum nächsten Mal.